Antel hat für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Eine junge Frau, ich nenne sie mal Nadja, ist erst 19 Jahre alt und kommt aus einem kleinen Ort in Rumänien. Vor einem Jahr kam sie ins Ruhrgebiet, um eine Stelle als Kellnerin anzutreten. Schnell landete sie in einem Laufhaus. Sie wird von Haus zu Haus gereicht und weiß kaum noch, in welcher Stadt sie gerade ist. Nadjas ganze Sorge ist, dass sie genug Geld für ihre Familie zu Hause in ihrem Dorf zusammenbekommt. Solche Geschichten wie dieses Beispiel habe ich viel zu oft gehört, seit ich Berichterstatterin für das Thema Prostitution und Gewalt gegen Frauen bin. Das 2002 von rot-grünen Bundesregierung geschaffene Prostitutionsgesetz hat sein Ziel verfehlt. Das haben wir hier auch mehrfach gehört. Deutschland wird heute das Bordell Europas genannt und tausende Frauen werden jeden Tag zu Opfern. Es wurde ein Markt ohne klare Regeln geschaffen und die Situation für die meisten Prostituierten ist alles andere als wirklich selbst gewählt. Diesem Zustand müssen und werden wir ändern. Seit 2 Jahren haben wir innerhalb der Großen Koalition um die richtigen Wege richtig gestritten. Das Prostitutionsgewerbe muss reguliert werden. Die Gegner klarer Regeln, allen voran die Bordellbetreiber, haben immer versucht, das Bild einer selbstbestimmten Studentin aufzuzeigen, die sich als Escortdame oder Edelprostitution etwas zu ihrem Studium hinzuverdient. Dieses Bild ist für die Mehrheit der Prostitution falsch und Prostituierten. Die überwältigende Mehrheit der Prostituierten in Deutschland sind EU-Ausländerinnen, meist aus Südosteuropa. Sie arbeiten für einen Hungerlohn in schäbigen Zimmern, in Wohnwagen und müssen auf der Straße anschaffen gehen. Diese Frauen sind meist nach Deutschland gekommen, weil man ihnen zum Beispiel einen Job als Haushälterin, Kellnerin oder Model in Aussicht gestellt hat. Hier angekommen werden sie dann von vermeintlichen Liebhabern, den sogenannten Loverboys, auf perfide Art und Weise an das Milieu herangeführt. Danach bleiben viele bei der Prostitution, weil sie Geld verdienen müssen und keinen Weg aus ihrer misslichen Lage heraus kennen. Das alles ist keine Zwangsprostitution im Sinne des Strafrechts. Aber es ist alles andere als das Bild einer selbstbestimmten Frau, das wir sehen sollen oder sehen wollen. Wenn wir von Expertinnen und Hilfsorganisationen das Gewerbe geschildert bekommen, sind wir schnell in der Realität angekommen. Wir kriegen eine andere Realität aufgezeigt, als Sie uns hier weismachen wollen. Auch eine Handvoll Edelbordelle mit vielleicht wirklich guten Arbeitsbedingungen kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Mehrheit der Prostituierten täglich ausgebeutet und benutzt werden. Beim Prostituiertenschutz ist der Name Programm. Wir schützen Prostituierte, indem wir einen völlig enthemmten Markt regulieren. Gerade die Damen und Herren der Opposition sind doch sonst immer dafür, Märkte zu regulieren. Warum nicht hier? Was sagen Sie denn zu Ausbeutung, Abhängigkeit von Loverboys und einem Milieu, das Kriminalität, Drogen und Waffen bis hin zu Menschenhandel befördert? Sollten wir hier nicht durchgreifen? Wir sagen ja. Wir müssen durchgreifen, um den Damen zu helfen. Es besteht Handlungsbedarf. Die Aufhebung der Sittenwidrigkeit der Prostitution war ein Paradigmenwechsel. Das ist klar. Ob man diesen Paradigmenwechsel nun gut findet oder nicht, Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Und das haben wir bei diesem Gesetz getan. Die Wirklichkeit ist derzeit leider die, dass es juristisch einfacher ist, ein Bordell zu betreiben, als das Kiosk an der Ecke oder eben die besagte Pommesbude von Frau Schwesig. Prostituierte genießen in den... Prostituierte genießen in den Bordellen heute kaum Schutz. Die Bordellbetreiberlobby versucht, den Begriff Sexarbeit zu etablieren und damit so zu tun, als sei eine Arbeit in der Prostitution gleich jeder anderen Arbeit. Prostitution ist aber keine Tätigkeit wie jede andere. Der direkte Körpereinsatz und das Milieu weisen viele Gefahren auf.
Das Prostituiertenschutzgesetz setzt auf zwei wesentliche Bereiche. Prostituierte müssen in Zukunft wie jeder andere arbeitende Mensch auch angemeldet sein. Dazu gehört, dass sie nicht nur Tätigkeitsort und Identität angeben, sondern auch eine regelmäßige Gesundheitsberatung nachweisen müssen. In diesen Beratungsgesprächen werden die Prostituierten über die Möglichkeiten der gesundheitlichen Versorgung sowie über Wege aus dem Milieu informiert. Woher sollten Sie es denn wissen? Sie kennen unsere Rahmenbedingungen in Deutschland nicht und Arbeitsbedingungen. Außerdem können Sie sich einer Fachberaterin anvertrauen, ohne dass Ihr Zuhälter dabei sein darf, um auf Sie aufzupassen. Prostituierte müssen jährlich ein solches Gespräch nachweisen, unter 21-Jährige sogar alle 6 Monate. So schaffen wir ein wirkliches Beratungsnetz. Der zweite Schwerpunkt ist die Lizenzierung von Bordellen. Betreiber von Prostitutionsstätten und deren ausführende Organe dürfen nicht einschlägig vorbestraft sein. Die Prostitutionsstätten müssen baulichen Standards entsprechen. Der Bordellbetreiber hat umfangreiche Sorgfaltspflichten für seine Angestellten und die freischaffenden Prostituierten zu erfüllen und muss den Arbeitsschutz beachten, und dies erstmalig. Aus den Reihen einiger Bundesländer kam schon der Einwand, durch unser Gesetz müssen sich mehr Polizisten um das Rotlichtmilieu kümmern. Ja, ich kann nur sagen, das hoffe ich. Es wird höchste Zeit. Wir alle hier im Saal wissen, dass der Zustand derzeit unerträglich ist und großer Handlungsbedarf besteht. Wir beschließen nun ein gutes Gesetz, und dann können wir auch von den Ländern erwarten, dass die notwendige Zahl an Polizisten zur Durchsetzung der Gesetze und damit zur Kriminalitätsbekämpfung bereitgestellt wird. Stellen Sie sich vor, wir würden Sicherheitsvorschriften bei der Lebensmittelproduktion oder im Straßenverkehr nicht mehr anwenden, weil wir nicht genug kontrollieren können. Stellen Sie sich vor, wir würden den Arbeitsschutz außer Kraft setzen, weil Länder und Kommunen lautstark jammern, ihnen wäre der Aufwand zu groß. Zu Recht würde ein Aufschrei durchs Land gehen. Es ist besonders bitter, dass ich gerade in meinem Heimatbundesland NRW nicht davon ausgehen kann, dass das Innenministerium die Zahl der Polizisten so erhöht, wie es sein müsste. NRW setzt lieber auf einen Blitzmarathon, anstatt die Kriminalität zu bekämpfen. Im vergangenen Frühjahr war ich zu einem Termin in der Landespolizeischule. Die Polizisten dort erzählten mir, wie schwierig es für sie wäre, dass sie in gewisse Ecken nicht mehr schauen sollen, weil für sie sich daraus ergebende Ermittlungen, dafür fehle das Personal. Also die runden Tische sind ja nett, dass man drüber redet, aber man braucht klare Regeln und auch Polizisten, die hinschauen. Wenn es, ich weiß, Polizei hat auch keine, das ist die Aussage der Polizisten. Wenn es unser aller Ziel ist, die von Ausbeutung und Gewalterfahrung betroffenen Frauen zu schützen, dann erwarte ich von den Ländern, dass sie nicht wegschauen, sondern handeln. Ich erwarte, dass die Bundesländer mit uns an einem Strang ziehen und das Gesetz vollumfänglich unterstützen. Herzlichen Dank.